Man hat heute gesehen, dass die Saison sich dem Ende zuneigt. Also eine Art Sommerfußball. Es ist so, dass wir gut ins Spiel gestartet sind und auch schnell 2-0 geführt haben und kurz vor der Halbzeit dann das 2-1 kassiert haben, zweite Halbzeit dann auch das 3-1 gemacht haben. Ich glaube, dass wir das Spiel auch verdient gewonnen haben, einen Dreier eingefahren haben, wie wir das vorgenommen hatten. Und unser Ziel war es, dass wir die letzten 3 Spiele nach dem Sasel-Spiel 9 Punkte einfahren. Jetzt haben wir 6 und freuen uns jetzt auf nächste Woche Samstag gegen BU, um ein letztes Heimspiel bestreiten zu können und um den letzten Dreier einzufahren. Also die Mannschaft war engagiert, zumindest die erste Halbzeit. Und man hat auch gesehen, dass die Mannschaft das Spiel gewinnen wollte. Wie wir uns das vorgenommen hatten, dass wir den Dreier hier bei Vorwärts Wacker einfahren wollten. Ist auch ein Derby. Da hat man natürlich auch eine zusätzliche Motivation, um den Dreier einzufahren. Und die Mannschaft hat sich Mühe gegeben und hat auch das Spiel in der Höhe auch verdient gewonnen. Ja, sind relativ schnell in Rückstand geraten. Das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollten. Wir wollten eigentlich stabil hinten stehen und dann aus der sicheren Deckung mit unseren Kontern Cordy dann an die Wand spielen. Ist uns heute in keinem Augenblick irgendwie gelungen, dass wir irgendwie mal Zugriff hatten, dass wir das Spiel nur halbwegs dominieren konnten. Nichtsdestotrotz, nach dem 2-1 in der ersten Halbzeit hatten wir noch ein bisschen Hoffnung. Dann für die zweite Halbzeit wollten auch energischer rauskommen. Aber hast du selbst gesehen, ist nicht wirklich gelungen. Haben dann auch den einen oder anderen Konter dann hinnehmen müssen von Cordy. Cordy hat dann wirklich seine Chancen gut genutzt, hat 3 Dinger gemacht, ist verdient als Sieger vom Platz gegangen und wir haben somit alle Chancen verspielt. Ja, wie Cordy gespielt hat heute, schlecht. Nur wir waren einfach schlechter. Also das muss man einfach so sagen. Das war heute wirklich ein unterirdischer Kick. Sorry, also das sind wir nicht gewohnt, also sorry.